Hallo Freunde, willkommen zurück zu Sherlock Holmes. Wir sind immer noch dabei, eine Studie in Grün durchzuführen. Ja, unser Freund Watson schmuggelt uns gerade als Arzt in ein Krankenhaus für tropische Krankheiten, wo wir mit jemandem sprechen sollten, der auf die Beschreibung auf einen Mann in einem Foto passt. Wenn das wirklich dieser Mann ist und das nicht Albright ist, der vor 14 Jahren in Guatemala gestorben ist, heißt das, nicht nur Sir Charles lügt uns an, was wir schon gewohnt sind, sondern auch Marley lügt uns an. Und dann hängt er da ganz schön tief mit drin. Da bin ich mal gespannt. Hier müssten wir richtig sein. Unser Mann könnte hier sein. Patienten kommen zur Behandlung hierher und kehren dann nach Hause zurück. Mr. Byron, 10 bis 14 Uhr. Patienten kommt. Station für tropische Krankheiten. Okay. Doktor. Hallo, Dr. Baird. Mein Kollege und ich sind gekommen, um Mr. Byron zu sehen. Byron? Dem geht es nicht wirklich gut. Er ruht sich im hinteren Bereich auf der Fensterseite aus. Vielen Dank. Fensterseite ist hier rechts. Links haben wir keine Fenster. Kein Arm, Auge, hinterer Bereich. Mr. Byron? Noch mehr Ärzte? Ich hatte gerade eine Behandlung. Ich muss mich ausruhen, bevor ich gehe. Okay. Das mit dem Auge passt. Rötliche Spuren am Hals, Weinketten, Krankheitsspuren. Ich würde sagen Krankheitsspuren. Das sieht nicht nach Ketten aus. Also warum sollte man ihn in Ketten legen? Andererseits. Opiumhöhle. Okay. Spuren von Matsch. Verkrüppelt. Okay, schauen wir mal, ob ich richtig liege. Er liegt tatsächlich in Ketten. Das heißt, der ist gefangen irgendwo und wird nur hierher gebracht, um sich behandeln zu lassen, damit er nicht stirbt, und dann kommt er zurück und wird wieder in Ketten gelegt. Das ist ja makaber. Albright ist etwa 54 Jahre alt. Er ist ein Archäologe und ein ehemaliges Mitglied des Archäologieclubs. Die anderen Clubmitglieder glauben, dass er verstorben sei. Während der Expedition nach Südamerika erkrankte Albright und verlor dabei ein Auge. Seinen Arm hat er vor vielen Jahren unter unbekannten Umständen verloren. Er ist drogenabhängig und besucht regelmäßig eine Opiumhöhle in der Nähe eines gedrängten Markts. Er weist Kettenspuren am Körper auf. Das klingt jetzt so, als wüssten die anderen Mitglieder nicht, dass er noch lebt. Entweder das, dann sagen sie die Wahrheit und er versteckt sich vor ihnen, weil die ihn vielleicht umbringen könnten wegen dem Fluch, also wegen seiner Sammlung. Wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen über eine Expedition, die vor 14 Jahren stattfand. Was? Was für eine Expedition? Sie irren sich. Ich war noch nie außerhalb von London. Ich weiß nicht. Sind das nicht Sie auf diesem Bild aus Guatemala? Tekunuma! Ah! 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 Dr. Baird, kommen Sie schnell! Ich will mich nicht wohl! Was zum Teufel ist hier los? Beruhigen Sie sich. Tut mir leid, werte Kollegen, aber es ist Zeit für Mr. Byrons Untersuchung durch Dr. Grant. Sie können hier warten. Das hat ganz schön was ausgelöst.
Was tun wir als nächstes, Holmes? Haben Sie denn nicht zugehört? Wir müssen warten. Aber nutzen wir die Zeit doch einfach. Oh Gott, was spielt ihr jetzt schon wieder? Diese Adresse ist kaum zu lesen. Stadt für psche Krankheiten. Ja, Station für tropische Krankheiten an Mr. Byron. Adresse Book Street 21D. Mr. Byron, Dr. Brunt bestätigt gerne Ihren Termin am 25. November. Bitte versuchen Sie möglichst früh am Morgen da zu sein. Dr. Baird, Station für tropische Krankheiten. Ja, Arztschrift, da könnte man schon Probleme kriegen. Die Adresse? Book Street oder Hook Street? So viele wird es davon wahrscheinlich nicht geben. Es wäre halt noch schön zu sehen, wie groß der Abstand dazwischen ist. Da kommt auf jeden Fall noch ein S und ein E. Und wenn da nur noch wenig Platz ist, ja, könnte man vielleicht ein bisschen was draus schließen. Er hat vor kurzem chinesischen Tabak gekauft. Unser Mann ist an einem Zirkus vorbeigekommen. Das ist schon mal nicht so schlecht. Sie sind noch hier? Sie? Offensichtlich. Wir warten auf Mr. Byron. Ist er nicht bei Ihnen? Nein, der Gentleman ist gleich nach der Untersuchung gegangen. Er hat seine Sachen hier vergessen. Holmes. Vergessen? Orbit ist offensichtlich erwischt. Leider ja. Und er weiß, dass wir seine wahre Identität kennen. Schnell. Ich weiß, wie wir ihn finden. Okay. Und schnell. Er wird's Haus finden. Auf der Karte und statten Sie meinen Besuch ab. Okay, auf der Karte. Das heißt, es geht zurück in die Baker Street, wo wir die Karte an der Wand haben. So, suchen wir mal nach der Adresse. Aus dem Krankenhaus kann ich jetzt herausfinden, wo sich Orbit versteckt. Orbit war in einer Opiumhöhle, auf einem gedrängten Markt und in der Nähe eines Zirkuses. Wir suchen einen Ort, in dessen Nähe alle vier Bedingungen erfüllt sind. Okay, wir brauchen also den Elefant, der einen Handstand macht. Eine Opiumhöhle ist mit diesem Gedösel da. Einen Ort, der alle vier Bedingungen erfüllt. Wir wissen, dass das Krankenhaus oben rechts ist. Wenn wir die Schnellreise machen, ist das immer oben rechts. Und die Baker Street ist oben links. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Jetzt brauchen wir eine Straße, die auf OOK endet. Brook Street. Da, gefunden. 21D Brook Street. Watson, ich glaube, wir haben Orbit gefunden. Da kommt wieder die Sache mit dem Abstand dazu, wenn das Brook Street bisschen Brook Street nicht passt, sondern man hat mehr Platz, dann klar, Brook Street. Es könnte auch noch alles mögliche andere dabei sein. Bandit ziehen wir heute Abend an. Seelsorger brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich schlage vor, wir gehen einfach mal wieder mit unserem Mantel. Und ich denke, die Verkleidung können wir auch ablegen. Brauchen wir im Moment nicht mehr unbedingt. Auf geht's. Arbeitshaus. Auf geht's. Ja, nicht, dass dieser Ritter demnächst zum Leben erwacht. Und der, die uns mit Schwert und Axt zu Leibe rücken. Was tun wir als nächstes, Holmes? Wir ziehen uns die Rüstungen an und bewaffnen uns. Oder wir klopfen einfach. Hilfe! Hören Sie das?
Schnell, wir müssen diese Tür aufbekommen. Die Tür und das Schloss sind zu stabil, um sie mit bloßen Händen aufzubrechen. Was gut genug ist für Feuerwehrleute, ist auch gut genug für uns. Da. Wo haust du hin? Das zimperliche Ding da, das müsste man eigentlich mit einem gezielten Tritt aufkriegen. Ansonsten auf die Scharniere und aufs Schloss, dann ist das Ding durch. Wenn ich diese Seile kappe, fallen die Vorhänge und der Angreifer nicht mehr. Verdammt. Okay, nochmal Detektivsicht. Wenn ich diese Seile kappe, fallen die Vorhänge und der Angreifer sieht nichts mehr. Ich brauche etwas Scharfes für diese Seile. Okay. Da haben wir was Scharfes. Der Tisch könnte mir Deckung bieten. Watson, ich muss diese Vorhänge erreichen und sie herunterlassen. Geben Sie mir Feuerschutz. Was? Hä? Okay, ich bin zu doof dafür. Man kann nicht erwarten, dass man die Pfeile aus der Luft schießt. Nee, kann man auch nicht. Was? Zum Geier! Okay, ich bin irgendwie ein bisschen zu doof dafür. Aus dem Winkel kann der doch gar nicht mehr in die Deckung schießen. Der hat die Pistole. Runter! Runter hat nicht viel gebracht. Über ihnen! Zu. Blöd. Ich sag noch, wir hätten die Rüstung anziehen sollen. Okay, das Spiel wird jetzt deutlich anspruchsvoller. Ich hab's schon gemerkt, ich bin einfach zu doof dafür. Um das Ding so zu schleudern, braucht man eine Menge Kraft. Ich glaube, wir haben da schon jemanden gefunden, der Leute umbringt. Watson, kommen Sie! Er ist hinter dem Paravent! Oh.
Unser Angreifer nutzte dieses Seil hier. Der Angreifer ist durch dieses Fenster geflohen. Das sieht verdammt klein aus. Und durch mit dem Seil so weit hoch in der kurzen Zeit? Der muss topfit sein. Ich glaube, mir ist irgendwas bekannt aus einer Sherlock Holmes Geschichte mit einem Zirkus. Das passt irgendwie mit dem zusammen, was wir hier sehen. Sagt mir nicht, dass Arbeit hier drin liegt. Der hat um Hilfe gerufen. Nein, setz dich nicht! Nur die Ruhe. Es ist vorbei. Keine Angst. Sie? Oh. Aber was machen Sie hier? Wir das Leben retten. Sie sind keine Ärzte, oder? Nein. Nun, nicht ganz. Wollen wir diese Charade jetzt beenden? Ihr richtiger Name ist Albie, nicht wahr? Sie waren Mitglied in Charles Yellinghams Club. Ja, war ich. Auf geht's. Sagen Ausspucken. Sie, was hier passiert ist. Nach Ihrem Besuch im Krankenhaus bin ich schnell wieder zurück. Ich lag auf dem Sofa dort und spürte plötzlich eine böse Präsenz im Raum. Natürlich. Eine böse Präsenz? Ach, vermutlich war es nur das Fieber. Ja. Oder etwa eine lebende Statue? Ja, es war eine der Doppelstatuen. Ich sah ihren Schatten und glaubte, dass sie nach mir suchte, mich umbringen wollte. Es war so schrecklich. Wie beim Mord an Greystoke wurde die Statue lebendig, als sich das Opfer vor ihr befand. Ich muss ihr Haus untersuchen. Vielleicht gibt es Spuren. Machen wir noch. Plötzlich haben wir eine ganze Menge Zeug. Erzählen Sie von der Expedition nach Guatemala vor 14 Jahren? Das war mein altes Leben. Was ist geschehen? Es heißt, Sie seien dort gestorben. Ich hatte ein schlimmes Fieber und wollte, dass Sie mich zurücklassen. Ich kann mich nicht mehr richtig daran erinnern, aber wie durch ein Wunder blieb ich am Leben. Ein Auge und einen Arm verlor ich. Es dauerte lange, aber am Ende schaffte ich es wieder nach London. Übel? Weshalb der falsche Name? Damals endete meine Karriere und das Leben, das ich bis dahin gekannt hatte. Ich änderte meinen Namen, meine Adresse. Jetzt bin ich schwach und nutzlos und einsam. Ein lebender Toter. Nicht mehr lange. Vielleicht war das ja mein Fluch. Nach und nach mein Leben auszuhauchen. Tekunumans Rache. Eigentlich haben wir echt Glück. Wir müssen nur dafür sorgen, dass er am Leben bleibt. Der hat so viel Wissen und kann so nützlich sein. Sie wissen, dass Greystoke umgebracht wurde, oder? Ja, und ich habe gelesen, dass es ein Speer war. Wie passend. Passend? Nun, er betrieb Archäologie fast wie einen Sport. Immer auf der Jagd nach Adrenalin. Wie viel Adrenalin wohl im Spiel war, während er starb. Als Beute. Und wer war dann wohl der Jäger? Tekunuman? Wer auch immer. Für mich geht es sowieso bald zu Ende. Unten gibt es eine verschlossene Tür. Kann ich den Schlüssel haben? Ja, aber in dem Zimmer gibt es nichts Interessantes. Das würde ich ganz gerne selbst beurteilen. So, wir sollten das hier gründlich untersuchen. Hier oben drauf stand eine Statue. Da ist nichts abgebrochen oder so. Wurde also sauber abgenommen. Hier sieht es nicht so sonderlich sauber aus. Hier stand eine Statue, die jetzt weg ist. Es könnte sein, dass die verschwundene Statue durch das Dachfenster entkommen ist. Das Befestigungseisen ist kaputt. Die Fläche ist beschädigt. Die Statue war relativ klein. Die könnte tatsächlich sogar durch das Dachfenster passen. Mit Pfeilen zu töten. Das da vorne könnte eine Keule sein ursprünglich, aber man könnte vielleicht ein Blasrohr draus machen. Wobei die Pfeile zu groß waren für ein Blasrohr. Hätte jetzt in einem Bogen gepasst. Man braucht jedenfalls nicht sehr viel Kraft, um mit einem Bogen zu töten, sage ich mal. Klar, für britischen Langbogen, der wahnsinnig viel Zugstärke hat, dafür braucht man Kraft, Ausbildung und alles. Aber für die kurzen Entfernungen hier drin, leichten Bogen, der relativ
wenig Power hat. Das geht. Ja, das ist definitiv von einem Bogen oder von einer Armbrust. Bogen. Bei einer Armbrust wären es nicht so viele Federn und die wären quasi so nebeneinander, damit man richtig auflegen kann. Das heißt, das kommt von einem Bogen. Dass der Winkel nicht passt, hatte ich schon gesagt, aber... Das ignorieren wir jetzt mal kurz. So, was haben wir hier? Schalen mit Wasser, ein Kissen auf dem Boden. Kiste, da hängt auf jeden Fall was am Schrank, was wir benutzen können. Ein Kinderbett. Oder ein Bett für einen relativ kleinen Menschen, der den Platz der Statue einnehmen könnte. Dieses Bett ist sehr klein. No shit, Sherlock. Ein Loch in der Rückwand mit Fingerabdrücken. Kann entfernt werden. Sollten wir gleich entfernen. Machen wir auch. Okay, das ist ein Tempel und Zahnrad. Guatemala, Piro 90. Das war 13 Jahre danach, das heißt letztes Jahr erst? 1894. Dieses Modell entstand nach der Expedition nach Guatemala. Das Innere scheint fein ausgearbeitet, aber ich kann es nicht richtig erkennen. Fein ausgearbeitet, das spricht für unseren Freund, den Feinmechaniker. Das Modell ist Teil eines anderen, größeren Modells. Vor allen Dingen, vor 14 Jahren war die Expedition nach Guatemala, 81. Das jetzt ist 13 Jahre später, also letztes Jahr ist passiert. Da läuft eine richtig große Sache. Drei Paar Stiefel. Für drei Leute, die vielleicht bei einer Expedition mitgemacht haben. Frau und Sohn? Albiets Frau und Sohn nehme ich an. Nehme ich auch an? Okay, was haben wir? Brasilien, Sao Paulo, 14. April 83, zwei Jahre nach der Expedition. Ich, Claudio da Silva, meine Güte, gebe hiermit Albert Dijk und Baor Dumbo, was auch immer, von diesem Tag an alle Rechte und Freiheiten für sie und alle ihre Nachkommen. Okay. Das heißt, Dijk war zwei Jahre später immer noch in Brasilien, Sao Paulo und war dort angestellt bei da Silva, zusammen mit ihm hier, einem Einheimischen aus Brasilien oder Dschungel. Brasilien und Guatemala sind nicht so weit auseinander. Wäre möglich. Liebste, ich kann deinen Schmerz nachvollziehen, aber du musst verstehen, dass meine Entscheidung nur zu eurem Besten war. Wie könnte ich jemals wieder in die richtige Welt zurückkehren? Sollte irgendjemand die unsägliche Schande dieser fehlgeschlagenen Expedition und meiner Versklavung aufdecken, okay, wäre der Name unseres Sohnes für immer entehrt. Es ist für uns alle das Beste, wenn ich als gestorben in Tekun Umans Tempel in Erinnerung bleibe. Bin zurückgekommen, um euch ein letztes Mal zu sehen. Danach möchte ich ganz alleine auf den Tod warten mit meiner kostbaren Sammlung, den Früchten meines Lebens, das ich der Archäologie gewidmet habe. Ein Freund von mir, der Gerichtsvollzieher, wird sich später um den Verkauf der Sachen kümmern. Das ganze Geld bekommst natürlich du. Sei bitte nicht traurig, denn der Tod wird für mich ein Segen sein. Vorkehrungen für meine Bestattung habe ich bereits getroffen. Lebt wohl, meine Lieben. Ich hoffe inständig, dass ihr mir vergeben könnt. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass ihr nach mir endlich ein friedliches Leben führt. Okay, er wurde also nach der fehlgeschlagenen Expedition versklavt. Er und ein anderer Sklave wurden von da Silva befreit. Nehmen wir mal an, der Sklave war kleinwüchsig.
Hat vielleicht von der Expedition erfahren, hat die Leute gesucht, wird von denen jetzt beschäftigt. Warum sollte sein Sklavenfreund, der hier gelebt hat, möglicherweise, wenn auch nur kurz, versuchen ihn umzubringen? Und wie kommt dieses Teil hier rein, das fein gearbeitet wurde? Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, muss ich sagen. Das sind auf jeden Fall Teile seiner Sammlung. Oh Junge. Wir haben auf jeden Fall noch eine Menge neue Informationen und dadurch jede Menge neue Fragen. Ich bin ja fast froh, dass wir Charles noch nicht direkt konfrontiert haben mit unseren Erkenntnissen. Dann ist er nämlich der einzige Schuldige und gehe davon aus, dass da noch viel mehr dabei hängt. Was tun wir als nächstes, Holmes? Wir reden mit unserem einzigen Zeugen. In dem kleinen Zimmer steht ein kleines benutztes Bett. Nun, das ist für meinen Sohn Gulliver. Nach meinem Tod zog meine Frau mit ihm nach Glasgow. Als ich zurückkam, richtete ich das Zimmer ein. Also wussten Sie Bescheid? Gulliver besucht mich ab und an, aber was bringt das Leben mit einem Krüppel als Vater? Sie werden mich wieder verlieren. Na gut, glauben wir ihm das erstmal. Mr. Albeit, was ist das hier? Aber unmöglich. Wie haben Sie sie gefunden? Antworten Sie. Vor 17 Jahren baute ich ein Modell des Tekun-Oman-Tempels. Wir verstauten es im Globus, im Club, bevor wir auf die Expedition gingen. Keine Ahnung, ob es noch dort ist. In Guatemala träumte ich von einem fehlenden Teil. Von einer Pyramide. Dann betraten wir den Tempel. Ich hatte lebhafte Visionen. Einen Moment. Sie betraten den Tempel? Nun, ja. Und wir fanden die Pyramide aus meinem Traum. Aber ich war zu schwach. Ich konnte das Rätsel um ihren Eingang nicht lösen. Ich habe versagt. Und wollte immer wissen, warum. Nach meiner Rückkehr... Haben Sie daher gemäß Ihren Visionen diesen letzten Teil gebaut? Und? Nichts. Ich sterbe. Zumindest wird mein Sohn sehen, dass ich mein Bestes für mein Lebenswerk gegeben habe. Die haben den Tempel betreten. Das heißt, sowohl Sir Charles als auch unser Industrieller, Marley oder so, haben beide gelogen. Wir haben auf jeden Fall noch eine ganze Menge Zeug. Das ist eine Menge Zeug. Vielleicht kriege ich das irgendwie hin, dass die Sachen sich nicht so total überlagern. Okay, irgendjemand behauptet, der Tempel wurde nicht betreten. Tempel wurde nicht betreten. Sir Charles und Bernard Marley haben ausgesagt, dass es den Teilnehmern an der Expedition nicht gelungen war, den Tempel von Tekun-Oman zu betreten. Das ist falsch, wie wir jetzt wissen. Und das verbinden wir mit Alberts Version der Expedition. Aussagen von Sir Charles und Bernard Marley stehen im Widerspruch zu Alberts Aussage. Keiner von ihnen will jedoch über den Tempel reden. Gut, das steht jetzt erstmal im Raum. Das müssen wir jetzt mit anderen Sachen verknüpfen. Okay, wir hätten. Das Modell, das aufgrund der Visionen entstand. Tempelmodell, es ist möglich, das Modell des Tempels von Tekun-Oman fertigzustellen. Da haben wir auf jeden Fall noch das alte Modell, das im Globus ist.
Bei dem Globus haben zwei Teile gefehlt. Ich denke, wenn wir die ersetzen, können wir den Globus öffnen, kommen an das alte Modell ran. Da zwei Teile fehlen, würde ich sagen, eins ist bei Sir Charles und eins ist bei Marley. Marleys Teil könnten wir eventuell im Büro finden, wenn wir ein bisschen Glück haben. So, Angreifer in Arbeitshaus und Flucht durchs Fenster. Au, hör mal. Das ist berechtigt. Gut, aber wir könnten das eventuell mit den körperlichen Stärken in Verbindung bringen. Wenn das der gleiche Täter war, wovon ich im Moment nicht ausgehe. Die Angriffe auf Greystock und Albert waren gekonnt durchgeführt. Okay, das war auf jeden Fall schon mal professionell. Wir haben jetzt eine Menge Aussagen, die im Raum stehen. Das sind Fakten, die wir noch mit nichts weiterem in Verbindung bringen können. So, was hätten wir noch? Alberts Sohn steht in Alberts Haus steht ein kleines Bett. Albert behauptet, dass es sich dabei um das Bett seines Sohns handelt. Das kann so nicht stimmen. In dem Brief an seine Familie hat er geschrieben, er wollte sie ein letztes Mal sehen und dann nicht mehr. Das passt nicht zusammen damit, dass der Sohn ihn häufiger besucht. Warum geistert mir irgendwas durch den Kopf mit einem kleinwüchsigen Sklaven aus Brasilien? Irgendwo habe ich das schon mal gesehen oder gehört. Weiß nur nicht mehr wo. Ich glaube nicht, dass ich den irgendwie verbinden kann. Nee. Das passt so nicht. Ja, ist ja gut. Meine Güte. Okay, was können wir sonst noch machen? Die Krankheit vielleicht mit der Expedition? Ach, ich will mir rechtlich immer abbrechen. Dabei kommt das nächste Ding dann. Könnte das zusammenhängen? Eigentlich nicht. War ein Versuch wert. Irgendwas übersehe ich hier gerade noch. Hab ich vielleicht hier drüben noch einen Hinweis? Das ist nachts. Das ist jetzt noch nicht, aber das B leuchtet noch auf. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall noch Dinge, die wir miteinander verbinden müssen. Und die sind wichtig. Okay, damit können wir den Kalender auch nicht in Verbindung bringen. Mir geht gerade ein bisschen was durch den Kopf. Das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Nehmen wir mal an, dass es ein Täter ist. Warum sollte er Greystoke sofort mit dem Speer abschmeißen und umbringen? Und Albert hier in einen Steinsarkophag legen, Deckel drauf. Ich meine, okay, der kommt da wahrscheinlich nicht raus, so krank wie er ist mit einer Hand und so weiter. Aber warum nicht einfach mit dem Pfeil erschießen und gut ist? Wie hat er den in den Steinsarkophag reingekriegt? Wenn das so eine kleine Statue ist, den Deckel... So ein Steindeckel ist relativ schwer, dann den Typen da rein, ohne ihn zu verletzen oder zu töten. Er scheint ein bisschen aufwendig und würde nicht passen, finde ich. Okay, probieren wir es mal so. Erbets Vision und seine Version der Expedition. Also, Erbet hat die Pyramide von Tek und Uman nach dem gebaut, was er in seinen Visionen darüber sah.
Albert behauptet, dass er und seine Begleiter den Tempel von Tekkonoman betreten konnten, aber es nicht schafften, in die letzte Pyramide zu gelangen. Wie groß ist der Tempel, wenn da drin mehrere Pyramiden sind? Aber hier hätten wir auf jeden Fall noch weitere Fakten. Es wäre möglich, dass Albert lügt. Albert hätte das Modell der letzten Pyramide nur dann bauen können, wenn er sie während der Expedition betreten hätte. Ich hatte sie von außen gesehen, aber nicht betreten. Auf der anderen Seite wurde gesagt, dass das Innere sehr detailliert dargestellt war. Albert lügt nicht. Albert muss die Pyramide während der Expedition nicht betreten haben, um das Modell herzustellen. Er könnte seine Vorstellungskraft genutzt haben. Das Innere ist detailliert ausgearbeitet. Ich wüsste auch nicht, wie er in seinem derzeitigen Zustand das Innere so detailliert ausarbeiten hätte können. Auf jeden Fall kommen wir weiter, wenn wir davon ausgehen, dass er uns angelogen hat. Wahrheit über Tempel herausfinden. Benutzen Sie das Tempelmodell im Club, um herauszufinden, warum die Teilnehmer der Expedition nicht darüber reden wollen, was damals im Tempel von Tekkonoman vorgefallen ist. Da hätten wir auf jeden Fall schon mal ein neues Ziel. Das wäre eine gute Sache. Was hätten wir sonst noch? Wir könnten die beiden mal miteinander verbinden. Kleine Statur. Eine Person von kleiner Statur, möglicherweise Alberts Sohn, könnte durch das kleine Fenster im Dach passen. Okay, kleine Statur, ja, aber Alberts Sohn? Warum sollte der Sohn seinen Vater umbringen wollen? Das passt überhaupt nicht zusammen. Führt uns aber zu den Angriffen zurück. Alles klar. Sohn ist unschuldig. Ein kleines Kind ist nicht kräftig und durchtrieben genug, um jemanden zu ermorden. Oder Verdächtiger ist klein. Albert lügt über seinen Sohn. Das Bett könnte einer Person von kleiner Statur gehören und diese Person könnte auch der Mörder sein. Wenn er hier unten mit dem Tempel gelogen hat, könnte er auch mit dem Sohn lügen. Und wie gesagt, dass der Sohn ihn besucht, passt überhaupt nicht mit den Briefen zusammen, die wir in der Schatulle gefunden haben. Und irgendwas geistert mir im Kopf rum mit einem Kleinwüchsigen. Bleibt dabei. Verdächtiger ist klein. Und dann haben wir einen Widerspruch bei dieser Sache hier unten. Gehen wir davon aus, dass das mit dem Fluch nicht gewusst wurde? Und das geht mit den Clubschulden rüber her. Charles wollte, dass Greystoke stirbt, um seine Sammlung zu erhalten und verkaufen zu können. Andere Sammlung. Sir Charles hätte jede andere Sammlung aus dem Club verkaufen können. Okay. Nehmen wir mal an, rein theoretisch, dass Sir Charles nichts von dem Fluch wusste. Okay? Dass die Übersetzung des Kalenders noch nicht fertig war, dass Greystoke darüber mit ihm sprechen wollte. Rein theoretisch. Dann könnte das alles in gewisser Weise ein Racheakt von Albert sein, der sich an seinen alten Kumpanen da rächen möchte, dass sie ihn zurückgelassen haben. Ist das möglich? Der Kleinwüchsige hätte sich nicht als Statue ausgeben können und hätte den Speer nicht so stark werfen können. Das geht nicht. Albert hätte das auch nicht machen können, er hat keinen rechten Arm. Und Marley, der Industrielle, spricht die ganze Zeit von dem Fluch. Also wussten die was von dem Fluch. Das passt. Also das müsste eigentlich so hinhauen. Das würde bedeuten, dass Sir Charles die Clubschuldengeschichte und dass der Verdächtige, der Sohn, ist unschuldig. Und das macht Charles wieder zum Mörder.
Das ist auf jeden Fall noch eine ganze Menge Zeug. Ich würde vorschlagen, wir schauen als nächstes mal, dass wir die Wahrheit über den Tempel rauskriegen und dass wir nachts vielleicht mit Watson den Einbruch machen. Aber diese Episode hier dauert auf jeden Fall schon wieder lange genug. Das heißt, das machen wir dann in der nächsten. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.